You gave out 2 fish to each human kid again? I specifically told you to give 1! They were hungry. I feel bad about them being kidnapped. Must we starve them? Boss won't let this slide if he finds out. Make sure it's just 1 fish next time, understand? Or it'll be your head. Walder said the Kyos seemed like they were being controlled by someone. And Minomino mentioned that he suddenly changed one day. The person who is controlling Bunobuno may be the one who is behind all this. Master, we need to investigate. Ja. Besiege den lüsternen Bunobuno. Ist das jetzt der, der weggegangen ist oder nicht? Mit dem brauchen wir jetzt nicht kämpfen, oder? Oh, vielleicht doch. Serious! Okay. Schade, bis gerade eben wurde man noch nicht einfach so angegriffen. Okay, dann Lanzenkämpfe, gestohlene Waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle bösartig sind. Oder ob man da einfach so durchlaufen kann? Guten Tag. Okay, anscheinend nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, weil normalerweise ist es ja so, dass die Feinde mit Rot markiert werden. Hallo? Hallo? Ich würde das gerne aufnehmen. Mal jetzt. Okay, der Waschbär alleine greift mich anscheinend nicht an. Moment, jetzt bin ich aber gerade. Beschaffe die gestohlenen Waren. Achso, besiege Schwertkämpfer. Und sammle Klingen der Kühe. Ah, okay. Also muss ich anscheinend doch alle angreifen, so wie es aussieht. Serious. I can feel the darkness. We need the power of the stars to break the darkness. Hey. Wieso kommen die jetzt alle auf einmal? Ich kann mich nicht drehen. Okay, das war jetzt doch ein bisschen viel. Ich weiß jetzt auch nicht. Also rot scheint mein Leben zu sein, aber ich weiß nicht, ob sich das auffüllt mit der Zeit wieder. Es scheint nämlich nicht so. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich habe nämlich... Oder? Mhm. Stellt für einen bestimmten Zeitraum... Achso... Stellen für einen bestimmten Zeitraum Lebenspunkte wieder her. Was heißt für einen bestimmten Zeitraum? Ich meine, die müssen dann ja immer wieder da sein. Der Lebenspunkte sofort wieder herstellt. Ah ne, es regeneriert sich aber auch gerade. Doch.
Okay. Dann können wir ja eigentlich so weitermachen. Solange die jetzt nicht wieder alle auf einmal kommen. I can feel the darkness. So, zwei Klingen haben wir schon. Achso, das bin ich. Okay. Da kann ich nichts mitmachen. Die hatte ich auch schon. We need the power of the first. Also gestohlene Waren scheine ich schon alle gefunden zu haben. Ich bin hier auch anscheinend schon durch. Ah nee, Moment, ich muss noch den Unterschlupf suchen. Ja, dann muss ich die anscheinend doch noch kaputt machen. Serious. I can feel the darkness. Was war das gerade? Es sah auf jeden Fall mal echt geil aus. Ach so, ich habe die Stufe 6 erreicht, okay. Ich dachte gerade, das wäre jetzt irgend so ein cooler Angriff gewesen. Keine Sorge, Meister. Kios, was? Fügen Menschen keinen Schaden zu? Die Kinder sind sicherlich in Gefahr. Na super. Könnt ihr euch mal entscheiden? Of the stars to break the darkness. Aber die macht auch richtig gut Schaden, mein Begleiter. Muss man ihr wirklich lassen? So. Was ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt nach einer Zeit wieder respawnen. Kann ich eigentlich irgendwas kaputt machen? Ja? Oh, ich schätze, das ist dann wohl der Anführer. The children! Please don't harm the children! Pisces, won't hide or run anymore! Release the children this instant! Das war
cool. Hat aber irgendwie nichts mit dem zu tun, was ich gerade hier sehe. Ja, man sieht leider nicht. Was? Ich werde ausrechnen, wo die Tiefenbombe explodieren wird. Begib dich in Sicherheit, bevor die Projektion verschwindet. Was? Okay. Also das hört sich an, als ob das wirklich jetzt so ein größerer Boss ist. Da gucken wir doch mal. Da hatten wir doch extra was für bekommen. Erhöhen sich die Lebenspunkte. Das sind die Erfahrungspunkte. Also ich würde normalerweise sagen, dass ich davon mal eins nehme. Was ich nicht kann. So kann ich das nicht. Ach, mit Rechtsklick, okay. Ja, dann... I can feel the darkness. Greift mal an. Ja, Hilfe. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht im anderen Bildschirm sein. With a demon and committed atrocities. It's time for you to repent in hell. We need the power of the stars to break the darkness. Die Kinder sind vermutlich in den Fässern. Den Fässern. Das heißt, greifen die mich jetzt an, wenn ich dahin gehe? Moment, befreit die entführten Kinder? Achso, ist hier nicht möglich? Okay. I was scared. Ja, mach weiter. Hallo. Geht's noch? Ach so, ich kann nichts finden. Hä? Ach so, dann... Ich dachte, der zeigt das nur an, wenn da auch wirklich was drin ist. I wanna go home. Da ist nichts drin. Da sind doch Fische drin. Also kann ich das hier nicht öffnen? Der will immer die Fische machen. Ich weiß nicht warum. Ja, wo bist denn du? Kannst du zu dem Bach kommen, an dem ich war? Ich werde dort auf dich warten. Ja, machen wir doch. Ach so, ja. Kann ich hier auch noch nicht, ne? Okay. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich mal sagen muss, was ein bisschen nervig ist, wenn man nur mit der Maustaste, also mit der gedrückten Maustaste sich bewegen kann, also dieses, ne, dieses Lenken,
Ich kann zwar auch mit Q und E, aber das ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da kann ich überhaupt nicht richtig mit laufen und nix. Dann tut einem nach einer Weile ganz schön der Finger weh. Ups. Rota, hab ich gerade. Is it time to work? Habe ich sie jetzt aus Versehen gerade weggeschaltet? You don't have the right to follow in father's footsteps. That makes two of us, though. Danke, dass du den Kyro-Banditen eine Lektion erteilt hast. Ich weiß nicht, ob Menschen den Kyros je wieder trauen können. Das bereitet mir Sorgen. Wenn es gute Kyros gibt wie mich, dann... Hä? Wie mich? Dann glaube ich, dass es Menschen geben wird, die dir ausschließen... die sich dir anschließen werden. Die lange Nacht hat nun begonnen, aber du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Die Sonne wird uns fehlen, aber wir haben noch, was auch immer wir haben. Wir werden es nie erfahren. Wir haben noch etwas Zeit oder so vielleicht. Ja, damit haben wir dann diese Mission auch erfolgreich abgeschlossen. Kehre dorthin zurück, wo du Piskis zum ersten Mal getroffen hast. Das machen wir noch eben kurz, damit das Video nicht zu lange dauert. Und ich würde sagen, den Rest machen wir dann nämlich in der nächsten Folge. Eigentlich wollte ich ja gar keine Let's Plays machen, aber irgendwie, ja, dieses Spiel zieht mich so dermaßen in seinen Bann gerade. Ich werde jetzt die erste Runde hier von Let's Playen definitiv. Und wenn ich dann andere Charaktere von mir level, das werde ich dann nicht mehr aufnehmen, weil ich dann ja da ja immer das Gleiche mache, wie das, was ich jetzt auch schon mache. Aber die erste Runde werde ich auf jeden Fall für euch komplett aufnehmen, weil es ist unheimlich spannend und das möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Can I think of something I can do to help you out? Du bist hier, Asteliana. Ich bin beeindruckt, wie du versucht hast, die entführten Kinder zu retten. Wir haben einfach getan, was getan werden musste. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mich bei dir revanchieren kann, Asteliana. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich auf deinen Reisen begleite? Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, der sich um andere kümmert. Aber natürlich nicht. It's nice to meet you, Master. Wuhu! Und wir haben einen neuen Asteliana. Oder noch nicht? Sternrufer, da bist du wieder. Was ist mit den Kindern passiert? Wir haben alle entführten Kinder befreit. Es ist noch nicht vorbei. Bunu Bunu scheint die Kinder auf fremden Befehl hin entführt zu haben. Jetzt haben wir ein neues Astel. Und das Quietschen, was ihr vermutlich gerade auch gehört habt, ist immer noch der Klappstuhl, auf den ich immer noch sitze, weil mein vor 2 Wochen bestellter Stuhl immer noch nicht da ist. Das nur am Rande. Yay, ich habe irgendwas angenommen, ich weiß gar nicht. Achso, erzähl Gina von Bunu Bunu und den Kiosk. Okay. Bitte, Meister, aber du kannst... Es geht wieder so schnell. Ich dachte, Sternrufer können nur einen Astel beschwören. Ich wusste das. Es tut mir leid. Hat Pisces das falsch verstanden? Pisces, der Meister ist kein gewöhnlicher Sternrufer. Genau, ich bin nicht gewöhnlich. Mein Name ist Rota, der Astel, der das Rad des Schicksals dreht und der Meister des Rades und den Meister des Rades wählt. Und das ist meine Wahl, unser Meister. Er ist ein Astelianer. Ich bin zwar eine Sie, aber okay. Astelianer. Asteliana. Ah, Asteliana. Wow, wow, mein Meister ist der Asteliana. Ich bin überrascht, aber ich bin auch ein Feigling. Es ist mir eine Ehre, bei dir zu sein. Danke, danke, danke. Achso, sie ist auch schon in 3 drin. Perfekt. Ich beschwöre sie jetzt einfach mal eben. Sorry, did you call me? Hallo. Oh, die ist wirklich niedlich, irgendwie, finde ich. Ja! Und ich hole auch noch den 3. im Bunde. Moment, Sirius. Das war die F2. I can feel the darkness. Sirius, den Paten von Harry Potter. Er hat sich etwas verändert, aber er ist immer noch sehr wagemutig. Ja, mit diesen doch sehr farbenfrohen Bildern verabschiede ich mich auf jeden Fall von der heutigen Folge. I can't move anymore.
Ja, tut mir leid. Die Bilder bleiben nicht so farbenfroh. Auf jeden Fall verabschiede ich mich erstmal von der heutigen Folge. In der heutigen Folge, wie auch immer, von euch. Und ich würde sagen, dass wir den Rest dann im nächsten Video weitermachen. Und ich vermute, dass alles Gelbe wohl die Hauptgeschichte ist und das Grüne die Nebengeschichten. Das fällt mir jetzt nur gerade mal zufällig auf. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.